Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Battle Ride. Und in dieser Folge zocken wir mit Shifu. Und zwar ist er so der letzte, bei dem ich Hoffnung habe, dass der vielleicht ein Charakter sein könnte, den ich häufiger spielen würde, könnte, möchte, wie auch immer. Und deswegen zocken wir den jetzt nochmal. Und dann haben wir eigentlich schon so ein bisschen so unser... Oder ich habe so ein bisschen so mein Team zusammen, was ich dann häufiger zocken möchte. Und am Ende der Folge werden wir auf jeden Fall noch eine Truhe öffnen. Mich würde auf jeden Fall auch nochmal eure Meinung zu dem Spiel interessieren. Wie findet ihr es bisher? Und soll ich mehr dazu machen oder soll ich es auf lange Sicht, ja, nicht auf meinem Kanal behalten? Weiß ich nicht. Müsst ihr wissen. Wenn ihr viel Daumen hoch gebt, könnt ihr mir auf jeden Fall signalisieren, ob ihr mehr davon sehen wollt. Wenn ich merke, ihr gebt, ja, einen Fick da drauf und gebt keine Daumen hoch, dann schreibt, oder schreibt es dann am besten in die Kommentare, wenn ihr da drauf keinen Bock habt auf das Spiel und ihr das scheiße findet. Würde mich auf jeden Fall interessieren, weil je nachdem, was ihr schreibt, sagt, was auch immer, entscheidet sich auch immer, was auf meinem Kanal läuft und was nicht. Javelin. Na, dann komm mal her. Können wir jetzt mal irgendwie... Hä, warum dauert das so lange? Ach so, weil im gegnerischen Team... irgendwie das nicht klappt. So, wollen wir mal sehen. Digga, wo ist mein anderer? Jupp! Läuft. Oh, er hat sie sogar noch getroffen. Und gekillt. Naja, ich hab's noch im richtigen Moment dann geschafft, sie auch zu killen. Dann haben wir die erste Runde gewonnen, dann sollte es diese Runde vielleicht mal besser laufen als in der letzten. Da haben wir auch die erste gewonnen und dann trotzdem verkackt. Das Springen zu einer Wand mit Javelin reduziert diese an die Abklingzeit. Was war Kunju nochmal? Kontrolle die nächste. Okay. Nehmen wir mal das. Und auf geht's. 3, 2, 1, go! Okay, das ist jetzt scheiße. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Wenn die andere sich abschlachten lässt schon am Anfang. Gut, ich hätte wahrscheinlich mein 1 gegen 1 da irgendwie auch verkackt, weil das lief irgendwie gerade nicht mehr so gut. Aber ey, ich habe keinen Bock darauf, dass das jetzt schon wieder so läuft wie in der nächsten, wie in der letzten Runde, Alter. Ich will jetzt gewinnen. Wert von unserer Energie, wenn zumindest ein Ziel getroffen wird.
Nee, das brauche ich nicht. Ja gut, machen wir mal das. Los jetzt! Ja, läuft, Alter. Alles klar, ey. Habe in der Runde gar nichts geschissen bekommen. Krass, ey, wie schlecht ich mit dem war. Also, das ist auch nicht mein Char. Hätten wir das auch geklärt. Hätten wir das auch geklärt. Ich glaube nicht daran, dass wir jetzt die letzte Runde. Wir werden es wieder versagen. Oder ich werde versagen. Ey, Charakter, scheiße. Sorry. Sorry, aber ich... Es gibt, ich merke es sofort bei einem Charakter, ob einer mir liegt oder ob er mir nicht liegt. So. Und der hier ist scheiße. Für mich ist es nix. Ja. Der andere, irgendein anderer kann es ja geil finden, aber ich finde ihn kacke. So. Kann jetzt mein Kollege mal Gas geben? Können die alle mal Gas geben? Die haben alle noch nicht ihre scheiß vierte Fertigkeit ausgewählt. Wollt ihr mich verarschen oder was? Ja, ne, dann wollen wir mal unserer letzten Schlacht entgegengehen. Ich muss auf jeden Fall Sieg kriegen. Was ist denn das, Mann? Willst du mich verarschen? Wieso kackst du so schnell ab? Soll das ein Witz sein? Das ist ein Nahkämpfer. Was ist das denn für ein Nahkämpfer? Dazu kann ich nur sagen, fuck, piss dich. Ja. Was ist das für ein Nahkämpfer? Macht kein Damage, hält nichts aus. Einfach nur eine Flasche. So, guck dir diese Scheiße an, Alter. Guck dir diese Scheiße an, ey. Naja. Und trotzdem steigen wir auf den nächsten Grad auf, wo ich so denke, yo, die letzten Runden nur verkackt, aber nächster Grad ist okay, Alter, nimm. Macht keinen Sinn. Wenn ich nur verliere, dann kann ich nicht zu stärkeren Gegnern kommen. Ich muss so lange bei den Schwachen bleiben, bis ich selber die besiegen kann. Easy. Das ist immer dieses Ranked funktioniert in diesen Scheißspielen immer nicht. Ob das bei LOL ist, ob das bei HOTS ist, ob es bei Hearthstone ist. Jedes Mal ist das dumm. Nur weil du viel gespielt hast, heißt das immer noch nicht, dass du gut bist. Ne? Warum steigt man also auf? Naja, egal. Wir machen nur diese Kiste auf. Und dann ist für heute auch vorbei. Achso, wir haben sogar zwei. Na, geht so, ne? Vor allem für den Spasti, Alter, den ich wahrscheinlich sowieso nie wieder spielen werde. Und einen neuen Skin für sie. Das ist cool, weil wir sie auf jeden Fall öfter zocken werden. Aber, ja, passt schon. Naja, Leute, das war's dann auch mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Wenn mehr davon sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren und ihr könnt ja mal gerne eure Meinung dazu schreiben. Ist dieses Ranked, dieser Algorithmus, auf wen man trifft, ist es in den Spielen in Ordnung? Ich finde, es ist in jedem Spiel misslungen. In jedem Spiel misslungen. Du kannst auch nicht aufsteigen, nur weil du viel spielst. Das heißt nicht, dass du besser geworden bist. Na, egal. Und gerade ich, so ein Typ, der wenig zockt, aber auf lange Zeit, auf Langzeit viel zockt, ich kann nicht hochgestuft werden, nur weil ich, sage ich mal, insgesamt 3 Stunden gespielt habe, aber das auf 3 Wochen verteilt oder so. Das geht nicht. Das ist sinnlos.
Naja. Da haut jemand, der jetzt 5 Stunden am Stück gezockt hat, der haut mich locker weg. Also, oder 1-2 Tage am Stück. Aber ich hab vielleicht selbst in 2 Wochen zocke ich nicht so viel. Ich zock vielleicht 1 Stunde oder 2 Stunden, wenn's hochkommt in der Woche. Das ist zu wenig, Mann. Naja, egal. Was reg ich mich auf? Ist egal. Bleib stabil, haut da rein.